So ihr Lieben, heute zeige ich euch eine richtig leckere Mousse au Chocolat und ganz schnell gezaubert und ihr seht mit wenigen Zutaten. Hier ist frische kalte Schlagsahne, die tue ich gleich schön steif schlagen und wenn ihr frische kalte Sahne nimmt, geht das wunderbar. Einmal am besten Zartbitter Schokolade bitte, Zartbitter Konfitüre 200 Gramm und etwas Milch. Wir tun jetzt Milch und Zartbitter Schokolade in einen Topf geben und das quasi ein bisschen erwärmen, bis die Schokolade geschmolzen ist. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen hier so eine cremige Schokolade. So, ich habe hier einen Topf genommen, habe meine Milch reingegeben und die Schokolade. Ihr könnt Konfitüre nehmen, Blockschokolade oder auch andere Schokolade. Achtet nur drauf bitte, dass es wirklich zartbitter ist und dass es 200 Gramm sind. Das lasse ich jetzt wirklich hier nur erwärmen. Das muss nicht heiß sein. Die Schokolade muss einfach nur geschmolzen sein und aufgelöst sein. Solange meine Schokolade auf dem Herd schmilzt, nehme ich jetzt hier meine frische kalte Sahne und tue sie einmal schön steif schlagen. So, ich wollte euch mal den Zwischenstand zeigen. Seht ihr? Ihr müsst das jetzt weiter rühren und erwärmen ganz langsam, bis, wie gesagt, die Schokolade schön cremig ist. Aber es ist halt so eine dicke Creme, das ist ganz normal. So, es kann losgehen, seht ihr, so sieht die Masse aus. Die ist jetzt schon ein bisschen abgekühlt, die darf auf jeden Fall nicht heiß sein. Ist ja klar, beim kalte Sahne fällt es zusammen, also die muss schon ein bisschen abgekühlt sein. Was ich jetzt mache, ist wirklich das, immer 2-3 Löffel auf Stufe 1 verrühren. Also eigentlich verbinden wir die zwei Zutaten und dann ist eure Mousse schon fertig. Hier habe ich eine Spritztüte, da tue ich die gleich rein, da kann ich die sauber befüllen, in Gläsern, wo ihr möchtet. Ja, also ich starte jetzt einfach mal und gebe immer mal einen Löffel hier rein. Oder auch zwei. So, verrühre das jetzt. Und dann mache ich weiter. So, einmal habe ich verrührt, jetzt habe ich noch was rein und wirklich nur auf Stufe 1, dass wir schön fluffig lassen. Ja, das war schon. Und jetzt gebe ich die letzte Portion alles rein und jetzt wird alles gut zusammengemischt. So, seht ihr das mal, wie das hier aussieht, Leute. Das ist der Hammer. Das wird natürlich jetzt im Kühlschrank auch fest. Hier habe ich alles schön rausgekratzt. Kratzt es auch wirklich gut raus, dass wirklich die ganze Schokolade hier drin ist. So, ich starte jetzt, indem ich es umfülle, in meinen gewünschten Glas serviere und am besten auch einen Tag vorher vorbereiten. Also ich brauche ihn erst morgen und mache ihn heute, dass er schön im Kühlschrank natürlich ein bisschen fest und stabil wird. Ich wollte euch das zeigen. Ich habe es hier reingegeben. Ich habe noch ein bisschen Masse. Das heißt, ich kann es dann später kurz aufmachen und weiter umfüllen. Ihr serviert es natürlich jetzt in eure gewünschte Gläser, Schalen, große Schale, wo ihr es servieren möchtet. Da ich auf eine Party eingeladen bin, habe ich hier so kleine Schälchen und da tue ich die rein und dann hat jeder leckere Mousse au Chocolat. Dann kommen die in den Kühlschrank und perfekt für jede Party, wenn ihr Gäste bekommt. Und wie gesagt, einen Tag vorher vorbereiten, das finde ich auch immer sehr gut. Dann hat man an dem Tag keinen Stress mehr. So, ich bin fertig. So sehen die aus. Sehen die nicht putzig aus? Ich tue sie jetzt in den Kühlschrank und dann werde ich sie später ein bisschen vielleicht mit Schokolade raspeln, übergeben oder überstreuen oder Kakaopulver mit Beeren. Also dekoriert auch hier, was ihr möchtet. Aber die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und seht ihr, total simpel und einfach und für jedes Buffet, Party mitzunehmen, super geeignet.